Gut, der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft geht es insgesamt sehr gut. Sie steht finanziell sehr solide da. Sie ist in der Lage, den großen Herausforderungen der Zukunft zu entsprechen. Das heißt, wir sind in der Lage, Grundstücke zu kaufen, Wohnungen zu bauen. Und wir tun das. Etwa 11% des Bestands an Wohnungen in Ingolstadt gehört der GWG. Und wir sind tüchtig unterwegs, den Anteil zu halten und laufend neue Wohnungen zu errichten. Sie haben gerade von den Herausforderungen gesprochen. Wie genau bekämpft denn die Wohnungsbaugesellschaft die Wohnungsnot in Ingolstadt? Wie kann die dabei dazu beitragen, die zu bekämpfen? Gut, es ist ja so, dass Ingolstadt sehr attraktiv ist. Deshalb ist der Zuzug im Moment sehr stark. Er ist auch über allen Prognosen, die in den letzten Jahren abgegeben worden ist. Und das hat zu gewissen Anspannungen auf dem Wohnungsmarkt geführt. Wir haben jetzt beschlossen, die Fertigstellungen von Wohnungen zu intensivieren. Das heißt, immer mehr Wohnungen zu bauen. Wir werden in diesem Jahr etwa 72 Wohnungen fertigstellen. Wir werden aber nächstes Jahr schon über 150 Wohnungen fertigstellen und in den beiden Folgejahren rund 130, sodass wir sogar über unser Ziel, so 100 Wohnungen im Jahr, sogar hinausgehen und damit unseren Beitrag leisten, um der angespannten Wohnungssituation zu entsprechen. Können Sie denn aktuelle Projekte benennen, also die jetzt gerade in nächster Zukunft fertiggestellt werden? Also wirklich auch örtlich? Gut, wir haben ja große Projekte, einmal im Süden in der Nähe der Münchner Straße, die sogenannte Hinteranger. Und außerdem haben wir jetzt ein relativ großes Grundstück gekauft in der Peißerstraße. Wir laufen gerade in einen Wettbewerb hinein. Der wird in den nächsten Wochen entschieden. Und dann wollen wir noch dieses Jahr dort mit einem großen Projekt beginnen. Dort sollen über 180 Wohnungen errichtet werden in mehreren Bauabschnitten. Also wir sind wirklich sehr aktiv.